Nach Heinz-Herbert Karrenjäh wurde im letzten Jahr mit Dr. Walter Lübcke erstmals wieder ein Politiker Opfer eines politisch motivierten Attentats. Das ist für uns im Hessischen Landtag der konkrete Anlass, einen Untersuchungsausschuss einzurichten, um diese Taten politisch aufzuarbeiten, zu schauen, warum Stefan E. aus dem Fokus des Verfassungsschutzes geraten konnte, warum Markus H. in den Besitz von Waffen geraten konnte. All das sind Aufgaben, denen wir uns hier annehmen werden. Währenddessen klärt das Oberlandesgericht in Frankfurt den strafrechtlichen Part auf und ermittelt alle Hintergründe der Tat und kommt am Ende hoffentlich dann auch zu einer entsprechenden Verurteilung der Täter, sodass die rechtliche Aufarbeitung vor Gericht stattfindet und die politische Aufarbeitung im Untersuchungsausschuss auch meine Aufgabe sein wird, dort zu schauen, was an Abläufen und Strukturen innerhalb des Verfassungsschutzes und der Ermittlungsbehörden verändert werden muss, damit wir solche Taten in Zukunft möglichst verhindern können. Ganz werden wir es nie ausschließen können, aber unser Ansatz und mein Ziel ist es, alles zu tun, um dieses Risiko weiter zu minimieren.